Wenn Sie den Tagesablauf beschreiben? Ja, die zentrale Werkstatt war sozusagen die Schneiderwerkstatt. Also wir haben diese Knastklamotten genäht. Und früh um 6 ging es los, da fing die Schicht an. Dann war mittags um 12 Pause zum Essen. Und nachmittags um 4 war Arbeitsschluss. Und dann um 5 ging es dann zum Abendessen und dann war man halt auf der Zelle. Und in dieser Schneiderwerkstatt, das ist heute auch noch zu sehen, wurden an großen Tischen die Sachen zugeschnitten aus diesen alten Stoffen von ausrangierten Uniformen der Armee oder der Polizei. Die wurden dann an Nähmaschinen genäht und ganz in den Ecken waren dann noch so Tische, da saßen die Strümpfestopfer. Und Strümpfestopfen war die absolute Strafarbeit. Da saß ich dann mehrmals und habe alte Socken, die schon eigentlich zum Wegwerfen waren, gestopft. Aber das hat mir jetzt dann überhaupt nichts ausgemacht, weil ich habe immer gesagt, ich will im Gefängnis nicht meine Arbeitskraft umsonst noch dem Staat zur Verfügung stellen. Und ich habe dann auch mal an einem DDR-Republik-Geburtstag die Arbeit verweigert. Und da wurde ich dann in eine Einzelzelle im Keller gesperrt. Das war auch noch mal ziemlich schlimm, weil man hatte keinerlei Kontakt mehr zu irgendjemanden. Aber die Gefängnisleitung hatte schon mit solchen Aktionen gerechnet und hatte schon ein Schreiben vorbereitet, was man nur noch unterschreiben musste, dass man an dem Tag die Arbeit verweigert. Es waren allerdings nur zwei Frauen, ich und noch jemand, die die Arbeit verweigert haben. Und wir wurden dann übers Wochenende in diese Zelle gesperrt. Das waren eigentlich die schlimmsten Zellen, die es in Hoheneck gab. Die Wände waren mit grauem Putz beworfen. Man konnte sich nicht anlehnen. Man durfte sich den ganzen Tag nicht hinsetzen und auch nicht hinlegen. Es war nur ganz oben ein winziges Fenster in der Decke. Und man konnte aber auch nicht abschalten, weil ständig irgendwo ein Schlüssel klopfen war und jemand kam, um eine Tür aufzusperren. Und ich hatte dann echt lange Zeit, nachdem ich entlassen wurde, sowas wie eine Schlüsselneurose. Ich konnte es echt nicht hören, wenn irgendwo ein Schlüssel geklappert hat, dann musste ich sofort aufspringen. Mussten Sie Angst haben manchmal? Angst vor den auch vielleicht gewalttätigen Insassen? Also das eher weniger, sondern eher vom Personal. Wie war das Verhältnis zum Personal? Das Personal war sich natürlich seiner Macht bewusst. Und es gab mal eine Situation, als wir am sogenannten Freihof gegangen sind. Nach der Arbeit hatten wir immer eine halbe Stunde, wo wir dann im Freihof rumgehen durften. Es war Herbst und es war vorgeschrieben, ein Kopftuch aufzusetzen, ein schwarzes Kopftuch. Und eine von den politischen Häftlingen hatte das Kopftuch nicht auf, wurde von einer Wachperson reingerufen und es wurde ihr gesagt, ja, sie soll jetzt gefälligst das Kopftuch aufsetzen. Dann habe ich aus Solidarität mein Kopftuch abgenommen und nach einer ganzen Weile hatte die Wachperson das registriert, dass ich auch kein Kopftuch auf habe, hat mich reingerufen, wir waren nur zu zweit und hat mir gedroht, Strafgefangene, wenn sie jetzt nicht ihr Kopftuch aufsetzen, dann passiert was. Und es gab im Hoheneck einen ganz berüchtigten Schläger, einen Mann, der extra dann gerufen wurde, um Leute zu verprügeln. Das habe ich auch einmal erlebt. Da wurde eine Frau so geschlagen, da war die Brille kaputt und sie lag am Boden. Und da habe ich dann gedacht, nee, das möchte ich jetzt doch nicht und habe dann doch mein Kopftuch aufgesetzt.